Okay, wartet mal, Leute. Ich muss hier das Audio runtersetzen. Das ist echt... Das ist so schlimm, man... Ich weiß nie, was ich hier genau verstellen muss. So, jetzt... Ja, ist schon etwas angenehmer. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich benutze übrigens ein neues Mikrofon. Beziehungsweise ein anderes, was ich gerade zu Hause hatte. Wo muss ich hin? Moment. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. So, wir sind hier bei Blue Shift. Das ist nicht das normale Half-Life. Ja, ein kleiner Wasserweg sozusagen. So, hier hinten ist eine versteckte Leiter, die wir brauchen. Ah ja, klar, da geht's lang. Habe ich das nicht schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Also in diversen Spielständen habe ich das schon gemacht, denn ich muss die circa erste Spielstunde von Blue Shift jetzt schon zum vierten Mal oder so aufnehmen, weil ich immer irgendwas falsch gemacht habe, einstellungsmäßig. Und ja, das ist ziemlich cool. Nicht? Wow, 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 es geht hier ab. Komm schon. So, was gibt's da hinten in der Kiste? Ein bisschen Mun. Oh, lauf doch nicht weg. Alter. So ein Mistvieh, diese Schwiegermutter da. Mal nachladen hier. Vielleicht kommen noch welche. Nämlich da. Aber keine Sorge, ich spiele das Spiel komplett blind. Jetzt bis auf den Anfang natürlich. Denn, ja, ihr habt ja schon... Ah, das ist jetzt cool. Jetzt kommt ein geiler Soundtrack wieder. Wieso er da runterfliegt, das verstehe ich bis heute nicht. Hört euch den Soundtrack an, der ist so geil. Okay, ich bin schon ruhig. Die kommen gleich eh, von daher brauchen wir uns nicht bewegen. Schön weggeballt. Also wenn du geilen Sound, will ich gar nicht reden. Leider ist der Soundtrack auch schon wieder um. So, wo geht's? Oh, nein, 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 nein. Oh, stirb doch. Mann, 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 Mann. Mir erstmal 10 Points abgezogen. Tiep. Na komm her. Hat er sich teleportiert? Da war doch eben hinten noch einer. Wie kam der denn hinter mich? Das verstehe ich nicht. Okay, hier ist noch nichts. Wo muss ich lang? Komm noch im Mund, Gegner. Pass auf. Genau der. Und ich meine, da ist auch noch einer. Boah, ey, die scheiß Viecher sind echt schnell irgendwie.
Oh, da kann aber nicht drüber laufen, das gibt's doch nicht. Erstmal hier die Kisten abchecken. Ja, yeah, Munition, genau. Geile Sache. Zack, 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 zack. So, nachladen. Und jetzt können wir hochfahren. So, Taschenlampe wieder aufladen, nicht, dass sie leer ist nachher. Ich hatte schon Stellen, da war sie dann bei mir wirklich leer und oh, ich habe sie gebraucht. Sowas hatte ich in normalem Half, also in Half-Life noch nie, dass mir die Taschenlampe ausgeht, dann wann ich sie auch brauche. Daten werden geladen. So, das heißt, gleich kommen neue Gegner. Okay, da war noch nichts. Da hockt einer. Und weg mit der Schwiegermutter. Da sind noch welche, habe ich es gesehen? So. So, sage ich nachlade, kann ich hier die Kiste runterschieben. Ich hüpfe direkt mal hinterher. Das ist ziemlich cool anzusehen von unten. Okay, diesmal welche geht kaputt. Okay, die linke ist kaputt gegangen. Dann gehen wir hier mal vorbei. Das jetzt passiert wieder was Kurioses. Da. Ah, jetzt verstehe ich das. Das sind so Soldaten oder wie auch immer, die dieses Wachpersonal Ah, okay. Jetzt habe ich es endlich mal verstanden, dass er, obwohl ich es schon viermal gespielt habe, bis hierhin, sogar noch teilweise weiter, Captive Fright. Fright? Ich meine, keine Ahnung. Oh Mann, ich bin so eingerostet, was das angeht. Aber gut, aber das schon seit über... Lass mich nicht lügen. Sehr vielen Jahren eigentlich kaum benutzt und kaum beigebracht bekommen hat. Dann ist das natürlich klar, dass man dann ein bisschen eingerostet ist. So, Leute, wir sind jetzt schon an der Oberfläche. Das ging diesmal ein bisschen schneller als bei Half-Life mit Gordon Freeman. Der hat da ja echt lange gebraucht. Da hinten wird ein bisschen was abgeschossen. Da geht's weiter und erstmal gehen wir dahin. Denn was wissen wir aus Videospielen? Genau, da wo es gefährlich ist oder da wo man schlecht hinkommt, da gibt es gute Sachen. Und die gibt es hier. Nämlich Granaten, Fernzündungsminen, whatever und alles mögliche. Und ein Medikit. Gut, das war jetzt nicht so übernotwendig, aber trotzdem. Besser ist, was man hat. Was man hat, das hat man. Und einem geschenkten Gaul schaust man nicht ins Maul. Ja, das waren so die Weisheiten für Geschenke. ich speichere hier nochmal kurz ab. Genau, dann können wir ja schon loslaufen. So, die Tür mal auf. Jetzt ist es gefährlich, glaube ich, oder noch nicht? Ah, nein, ein bisschen später und noch ein Eck mehr. Hier, da hat Warnblinker an und der Kollege, oder die Kollegen, besser gesagt, wurden hier zunichte gemacht. Ah, jetzt war ich zu langsam. Da haben gerade diese Soldaten, was auch immer, das Tor zugemacht, wo sie hier drin waren. So, hier auf. So, da unten sieht man eh nichts. Da kommt man. Wow, wir fallen darunter. So, was ist hier? So, hier. Niesen im Hintergrund. Gesundheit. Und es geht weiter. Was haben wir hier? Ein Gitter. Dangerous. Oh no. So, ich muss die Pistole, ich nehme die normale Pistole, habe ich wenigstens 165 Schuss für. Wir dürfen die Rohre hier nicht berühren, denn die haben eine hohe Temperatur und wir verbrühen uns daran.
Okay, es geht eigentlich gerade so noch ohne Taschenlampe. Okay, hier geht's weiter. Einfach mal aufdrehen hier. Okay, hier durch die Londoner Tubes. Wow. Oh, springt er mir direkt in die Fresse, ey. Kommt er von hinten eigentlich noch? Jo, jetzt hört mal auf, mich anzugreifen. Ganz ehrlich. Ich hasse das. Oh, hier müssen wir uns am heißen Wasserdampf vorbeischleichen. Okay, es geht weiter. Okay, da hinten ist nichts mehr, was man sieht. Okay, hier geht's hin zu... Ah ja, jetzt müssen wir ein bisschen schwimmen. Oh, Glück gehabt, dass der, dass das offene Kabel da nicht ins Wasser gereicht hat, sonst wären wir jetzt gebrutzelt worden. Aber gut, das scheint vielleicht... Wow. Vielleicht ist es aber auch unserem B-Punkt Kaloon egal. Ob der... Vielleicht ist auch immun gegen Strom. Solche Leute soll es ja auch geben. Stimmt, da habe ich mal so einen Bericht gesehen. Im Fernsehen irgendwo. Und da soll es wirklich so einen Typen geben, der angeblich immun gegen Strom ist. So. Also den kann man nicht schocken. Also es ist schon ein cooles Gimmick vom Leben dann sozusagen. Wenn man keine gescheuert bekommt, wenn man die Steckdose fasst. Also das ist ziemlich cool. Oh nein! Da ist ja noch eine. Ja. Ich frage mich bis heute, wieso ich in diesem ganzen Spiel überall diese Werkzeugkisten verteilt stehen. Und was mich noch immer irritiert, ich kann das hier in die Luft jagen, was hilft nichts. Es bringt einfach nichts rein, gar nichts. Null. So, jetzt fahren wir am Aufzug mal hoch. Oh, die Stimme verabschiedet sich irgendwie die ganze Zeit. Nein, 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 nein. Knarre, Knarre, Knarre. Gut. Okay, da hinten ist noch nichts. Okay, jetzt bauen wir die Taschenlampe. Oh, wow, stopp, 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 stopp! Boah, ey, diese scheiß Mini-Krabben. Ich hasse diese Mini-Krabben, Alter. Ich hasse die noch mehr als diese Schwiegermütter hier oder andere Gegner. Oh, da hatten wir ihn wieder geladen. Da sind wir schon im nächsten... So. Mal aufgeräumt hier. Nichts drin. Super Kiste. Super Kiste. Das ist, als ob in einem Überraschungsei nichts drin wäre. Gut. So, da haben... Oh. Zum Glück stehen diese Aliens nicht unter Naturschutz. Sonst hätte ich hier ernsthafte Probleme. Oh, Mann, ich... Das hasse ich an Schrotflinten, die sind extrem ungenau, sobald es mal einen Meter weit weg geht. So, was brauchen wir noch? Die kleine Knarre. So, jetzt haben wir es hoffentlich mal. Boah, das ist ja noch so, leck mich doch am Kittel, ey. So, jetzt geht auch schon langsam. Oh, wo kommst du denn jetzt her, du kleine Mistgabel? Ich hab Mistgabel sagen wollen. Ja, Mistgabel, nicht was anderes. Oh, nicht noch so ein Vieh, meine F... Was ist denn hier hinten so wertvolles? Was man... Wo kommst du denn jetzt her, meine F... Boah, ich muss hier weg, sonst sterbe ich ja noch.
Gibt's hier irgendwo... Nee, ne? Boah, nirgendwo ein Medikit, das gibt's doch nicht. Boah, das, ich geh... Boah, schön, dass man hier so viel sieht. Ich sehe gar nichts. Einfach nichts. Das hasse ich. Oh, leck. Das hasse ich an dieser Taschenlampe hier. Die bringt einfach null. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann... Oh, zum Glück. Ja, kommst du mit, Kiste? Hallo? Oh, das ist eine Zerstörbar. Ah, das ist eine Zerstörbar. Okay, dann komm mit. Kiste, mach nicht so einen Umstand. Kiste, was machst du da? Alter, Kiste. Das finde ich richtig komisch. Also bei Half-Life war es ja schon komisch hier mit dem also mit so den Kisten, Physiken, Physics. Aber hier... Oh, Alexo. Wollen wir nicht mal ehrlich sein, wenn man eine echte Taschenlampe hätte, dann wäre die jetzt... Warte, ich speichere ab. Auch wenn ich dann so wenig Leben habe, das ist mir gerade egal. Ja, das Vieh scheint kaputt zu sein. Wow! Dankeschön, Bug.